Herzlich willkommen auch zu diesem Video aus der Reihe von mehreren Videos zu PowerPoint 2016. Also erste Schritte geht es hier, eine Einführung. Und da sind wir in einem Bereich, den wir vorhin schon einmal kurz angesprochen haben, wo ich schon etwas gezeigt habe. Es geht hier jetzt um Absätze, Nummerierungen und Abstände zwischen diesen Absätzen. Jetzt haben wir hier diese Aufzählungszeichen und Nummerierungen. Wie macht man das noch einmal? Ich markiere hier den Bereich, wo ich diese Aufzählungen haben möchte. Ich muss dann schauen, dass ich in der Registerkarte Start bin. Und habe dann hier die Möglichkeit, dann mir hier zum Beispiel dann eine Aufzählung einfügen zu lassen. Also siehst du ja diese Punkte schon, eine Aufzählung. Oder wir könnten auch hier eine dementsprechende Nummerierung dann nehmen. Also das kann ich mal ganz frei einstellen. Und ich kann das auch dann noch genau natürlich einstellen, wenn ich jetzt hier bereits bin. Kann ich hierher gehen und könnte eine andere Art von Aufzählung dann hier mir hereinholen. Und du siehst, dass ich immer hier rechts unten das Ganze dann verändere, je nachdem, was ich hier dann hier oben dann gewählt habe. Ich könnte hier noch genauer dann hineingehen und dann noch weitere Einstellungen vornehmen. Direkt aus einem Menü heraus könnte ich jetzt hier zum Beispiel auch dann hergehen und könnte dann hier zum Beispiel festlegen, welche Aufzählungszeichen wir dann hier verwenden wollen. Ich gehe jetzt dann hier herein, wähle zum Beispiel hier dieses Aufzählungszeichen. Dann geht es darum, hier den Abstand festzulegen. Wenn ich jetzt hierher gehe und hier einen Absatz markiere, da wählen wir gleich mehrere aus, mit gedrückter linker Maustaste. Kann ich hier zum Beispiel hergehen, rechte Maustaste, dann geht das sogenannte Kontextmenü auf. Und ich kann jetzt hier hergehen auf Absatz und kann jetzt hier dann den Abstand zwischen den einzelnen Absätzen einstellen. Ein Absatz ist der Bereich, wo dann bis dorthin dann eine neue Zeile beginnt. Wenn ich jetzt hier davor etwas einstelle und danach einstelle, jetzt auf OK klicke, siehst du, dass sich hier dieser Bereich dann auch dementsprechend verändert hat und dementsprechend verändert sich dann natürlich auch dann der Abstand zwischen den einzelnen Absätzen. Wenn ich das hier mache, kann ich noch zusätzlich dann auch den sogenannten Einzug dann auch verändern. Ich gehe dann hierher und kann jetzt zum Beispiel hier noch weiter einrücken. Ich kann es auch wieder zurückrücken zum Beispiel. Dasselbe auch immer natürlich auch aus diesem Kontextmenü heraus. Wieder rechte Maustaste, noch weiter eingerückt. Oder auch wieder dann dementsprechend dann zurückgerückt. So, ich hoffe, dass du etwas gelernt hast oder dich dann jetzt wieder etwas besser erinnern kannst und wünsche dir viel Spaß mit PowerPoint 2016 und freue mich schon auf ein Wiedersehen im nächsten Video dieser Videoreihe Erste Schritte mit PowerPoint 2016.